Das ist Peter. Peter ist ein ziemlich normaler Typ. 1,81 groß, braune Augen, Schuhgröße 41. Normal eben. Ganz besonders an Peter ist aber sein Arbeitsplatz. Hinter vielen Türen versteckt, verbirgt sich ein wertvoller Rohstoff. Peter wacht über das Trinkwasser, das bei euch zu Hause ganz selbstverständlich aus dem Wasserhahn kommt. Doch bevor es dort ankommt, hat es eine ziemlich lange Reise hinter sich. Und wir von der REWAG begleiten es auf dem Weg zu euch nach Hause. Was als Regen vom Himmel fällt, sickert irgendwann ins Grundwasser. Und das dauert. Manchmal über 50 Jahre. Dort angekommen ist es durch viele verschiedene Bodenschichten so oft gefiltert worden, dass es bereits Trinkwasserqualität hat. Nur dummerweise steckt es nun tief im Boden, unerreichbar für uns. Zumindest war das früher so. Noch vor 150 Jahren waren die Menschen auf Brunnen angewiesen. Das Wasser holten sie zum Beispiel aus Brunnstuben. Brunnen gab es etwa 1200 in der Stadt. Manche sind heute noch zu sehen. Aber es gab ein Problem. Nur jeder dritte davon lieferte gesundes Trinkwasser. Viele Menschen wurden krank. Oft starben sie sogar an den Folgen des verunreinigten Wassers. Manchmal auch Kinder. Dabei lag die Lösung so nah. Die zündende Idee hatte dieser Mann, Oskar von Stobäus. Er war Bürgermeister von Regensburg und ordnete den Bau des Wasserwerks in Sallern an. Seit 1875 und bis heute wird hier Grundwasser gefördert. Zu Höchstzeiten könnten die Pumpen in den drei Brunnen 1200 Liter Wasser fördern. Pro Sekunde. Das sind 8 volle Badewannen jede Sekunde. Dazu braucht es ziemlich tiefe Löcher, bis zu 167 Meter tief. Zum Vergleich, der Dom ist nur 105 Meter hoch. Aber weil Regensburg ständig wächst, gibt es inzwischen noch weitere Brunnen. Zum Beispiel hier am oberen Wörth. Auf der Wiese ist nicht viel zu sehen. Aber darunter passiert eine ganze Menge. Hier wird nicht nur Grundwasser gefördert, sondern man verwendet auch das Wasser, das von der nahen Donau in den Boden sickert. Das wird natürlich gefiltert und kann nach etwa 70 Tagen aus dem Boden geholt werden. Das erledigen 5 unterschiedliche Brunnen mit bis zu 16 Metern Tiefe. Da kommen nochmal 400 Liter oder 2,5 Badewannen pro Sekunde zusammen. Klingt erstmal nach viel Wasser. Aber jeder von uns verbraucht jeden Tag auch ziemlich viel davon. Fast eine Badewanne voll. Das meiste verbrauchen wir bei der Körperpflege, beim Waschen und beim Putzen. Das Wasser, das wir tatsächlich trinken, macht eigentlich nur einen kleinen Teil davon aus. Aber zurück zu unseren Brunnen. In Sallern und am oberen Wörth durchläuft unser Wasser nur noch ein paar Schritte, um die ohnehin gute Qualität noch zu verbessern. Mit Hilfe von Chlor werden sogar die kleinsten Verunreinigungen entfernt. Damit das Chlor nicht im Trinkwasser landet, wird es wieder vollständig herausgefiltert. Und so geht das Wasser auf die Reise. Apropos Verunreinigungen. Damit die erst gar nicht entstehen, gibt es rund um die Brunnen verschiedene Schutzzonen. Hier gelten besondere Regeln für alles, was unser Wasser verschmutzen könnte. Aber Kontrolle muss natürlich trotzdem sein. Dafür ist Susanne zuständig. Das Ergebnis? Das Regensburger Wasser enthält viele Mineralstoffe, die unser Körper braucht, um zu funktionieren. Der besteht schließlich zum Großteil aus Wasser. Also, alles gut, Susanne? Jetzt wird das Wasser mit Pumpen vom Brunnen zum Hochbehälter befördert und dort gespeichert. Sogar eine Meerjungfrau gibt es hier. Auf dem Steinbuckel und den 11 weiteren Hochbehältern lagert so viel Wasser, dass Regensburg auch im Notfall immer versorgt ist. 39 Millionen Liter. Und versorgt werden die Bürger Tag und Nacht. Wie der Name schon sagt, liegen die Hochbehälter über der Stadt. Das Wasser kann also von dort aus bequem nach unten zu den Haushalten fließen. Alle Wasserleitungen Regensburgs zusammen würden übrigens bis zum Papst nach Rom reichen. Aber der hat bestimmt sein eigenes Wasser. Zurück nach Regensburg. Endlich ist das Wasser dort, wo wir es brauchen. Zu Hause am Wasserhahn oder bei der Feuerwehr am Hydranten oder im Becken vom Das Stadtwerk Westbad. Und dass niemand auf dem Trockenen sitzt,
Dafür sorgt Tobi in der Netzleitstelle. Mit all den Monitoren hat er den Überblick über das Leitungsnetz und wer gerade wo wie viel Wasser braucht. Dann stören wir Tobi mal nicht länger. Ganz schön viel, was so ein Regentropfen alles erlebt, bis er als Trinkwasser bei uns ankommt. Aber zum Glück kümmern sich darum Profis wie Peter, Susanne und Tobi von der REWAG. Und ihr müsst einfach nur zu Hause den Wasserhahn aufdrehen.